Ladies and Gentlemen, das neue Air Watches Ocean Brise. Super lecker, super köstlich, absolut sexy. Season 2. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu Build & Talk Folge Nummer 11. Und wie angekündigt, diese Folge, ja, ist die letzte Folge. Nicht die letzte Folge von Build & Talk, aber die letzte Folge, tja, die letzte Folge, ja, die ich mit Kooperation von Air Watches aufnehmen werde, ja. Und was soll ich sagen? Air Watches, die Firma, falls man sie noch nicht kennt, Classic Water, kann ich nur sagen. Über viele Jahre hat mich die Firma gepusht, ja. Hat, ja, ich darf wohl sagen, wirklich diesen Channel nicht nur gepusht, sondern auch groß gemacht. Und ja, ich habe Air Watches einfach sehr viel zu verdanken. Und ja, dennoch geht die Kooperation zu Ende und es ist natürlich immer sehr traurig, es ist wie ein Abschied, sage ich mal, ne? Man hat sich da halt schon irgendwie sehr gut verstanden, ne? Auch vom Finanziellen her, muss ich ganz klar auch sagen. Aber dennoch, so wie die Sonne hier gerade eben untergeht, dynamisch und episch, ja, so wird auch, wie schon gesagt, die Kooperation enden. Ich habe hier, ja, ein Produkt, das ich nochmal hier, ja, ich darf wohl sagen, platzieren werde. Dieses Produkt ist das neue, einzigartige, köstliche. Ich stelle es mir hin. Ich hoffe, man hört es nicht, denn das ist eine Softflasche. Ja, eine Softflasche. Die ist, ja, im Grunde ist es ja wie so ein Lederbeutel aus dem Mittelalter, nur halt in Flaschenform. Ja, deswegen hört man hier auch nichts. Und ist mit ja, feinstem Leder quasi ummantelt, ne? Und an den Griffstellen hat man so schönes Fell, ne? Das ist schon sehr so Kunstfell, wo gemerkt, nicht, dass jetzt irgendwelche Vegetarier jetzt sagen irgendwie, nee, das ist nicht okay. Also es ist Kunstfell, sehr schön, es sieht gerade auch echt toll aus, wie es schneit. Und ja, was soll ich sagen? Ich werde gleich mal einen Schluck probieren von jenem Produkt. Aber vorher natürlich Classic Time Set 300 und ich gebe mir heute den 3000er. Was ich sagen wollte war, dieses Produkt ist einzigartig, unbedingt kaufen. Links in der Beschreibung, ich werde es einfach mal probieren. Man hört vielleicht, dass es prickelig ist. Es ist nämlich prickelig. Oh. Wow. Ah. Ah, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Echt armselig dieser Content hier gerade, ne? Aber das ist das neue Air Watches Kirschprickler, ja? Der neue Air Watches Kirschprickler, und ihr habt richtig gehört, es ist episch. Und jetzt ist es Regen und das ist nicht so episch, deswegen machen wir mal das hier. Naja, der neue Air Watches Kirschprickler unbedingt kaufen. Köstlich wie eh und je, edel verpackt, feinstes Produkt überhaupt. Sollten auf jeden Fall zugreifen. Und ja, im Grunde war es das schon mal hier mit diesem Produkt. Kostet auch nur billige 9,99 € die Flasche, beziehungsweise der Beutel, kann man sagen. Und ja, ist auf jeden Fall sehr toll. Und ich sehe, dass der Shader knackig funktioniert. Herrlich, ne? Ne? Was sagst du dazu, Gary? Hm? Oh, Gary. Boah, dein Fell, es macht mich so warm. Gary, guck mich an. Gary? Alter Sack, du. Ah, ja, okay, auf jeden Fall werde ich heute mal einfach ein bisschen weiterbauen an der, ja, am Palast, sagen wir einfach mal so, am Palast. Und ja, genau.
Was man theoretisch noch sagen könnte, ist warum. Warum beende ich die Kooperation mit einer Firma, wo es denn doch so gut scheinbar läuft? Nun ja, ich muss sagen, ich bin ja ein Typ, der einfach Herausforderungen liebt. Und ich habe gemerkt, durch AirWatchers bin ich doch sehr bequem geworden. Ne? Ich verdiene hier mein Geld mit YouTube. Und ich meine, meine Views gehen halt ständig hoch. Das weiß man. Allein auf diesem Video, denke ich mal, rechne ich mal um die, ja, ich darf wohl sagen, 8.000 bis 13.000 Views. Und das ist schon ziemlich krass für meinen Stand, ja. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr impressive. Sehr impressive. Und impressive sage ich gerne, weil impressive hört sich impressive an. Ja, auf jeden Fall dachte ich, hey, ich bin ein bisschen alt eingesessen, sage ich mal. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, fängst du nochmal was ganz anderes an, ja. Machst nochmal eine ganz andere Cooperation mit einer anderen Firma. Oder, wie es jetzt quasi so ist, ich bin jetzt erstmal Free Agent, sagt man ja so schön, im Wrestling-Business, ne? Ich bin frei verfügbar, also wenn irgendwelche Firmen Interesse haben, ne? Einfach gerne mal anschreiben, ne? Da werde ich gerne mal drauf antworten und mal gucken, was da ja, für Produkte oder vielleicht auch Dienstleistungen zu bewerben es gilt, ne? Aber trotz alledem muss ich sagen, war die Kooperation mit AirWatchers, wie schon gesagt, sehr sehr eng, sehr, ich will nicht sagen familiär, aber sehr brüderlich, ja. Und ja, es ist immer hart. Es ist immer hart, etwas Gutes wegzutun, aber ich glaube, es war auch einfach an der Zeit. Wir haben halt Vertragsverhandlungen jetzt gemacht. Ich hatte jetzt einen Zweijahresvertrag wieder, der ist jetzt ausgelaufen. Davor hatte ich ja, ich glaube, auch einen Zweijahresvertrag und davor hatte ich einen Fünfjahresvertrag, also schon ziemlich lange. Und was soll ich sagen? Gab ja den Reboot, ne, damals mit Astronautenhelm zusammen und den Namen Space Shark, damals hieß es ja noch Space Shark, ne, kennt man ja noch, sicherlich, und da gab es den Reboot von AirWatchers und ja, das war ziemlich intensiv, darf man sagen, intensiv war es und ja, was soll ich sagen, die Vertragsverhandlungen waren etwas kritischer als sonst, sie wollten etwas weniger Geld zahlen, einfach da ich halt so ein ja, eingesessener Typ bin, die wollten halt mehr auf die, ja, kleineren, neueren, fescheren Vlogger-YouTuber eingehen und sie hätten mich auch weiter gefeatured mit dem üblichen Gehalt, vielleicht sogar mehr, aber die haben dann gesagt, ey, dann musst du halt auch so Vlogs machen und da habe ich dann gesagt, nee, das ist halt nicht so mein Style, ne? Das ist nun mal der Fakt, das ist nicht so mein Style und das ist, glaube ich, ja, also ich wollte halt nicht meine eigene Meinung quasi, meinen eigenen Stil verkaufen, ne? Und da dachte ich, hey, okay, vielleicht ist es doch Zeit, ja, die Sachen zu ändern und nun ja. Jetzt erstmal Free Agent. Es gibt Vertragsverhandlungen mit anderen Kooperationen, ne? Ich sag jetzt mal, als kleines Beispiel, ne, als kleines Beispiel, Quacksilver-Verein, ne, kennt man ja sicherlich, technische Produkte werden da angeworben, durchaus möglich, Quacksilver-Verein, könnt ihr gerne mal auch die Links in der Beschreibung benutzen, dafür kriege ich jetzt kein Geld, aber ja, auf jeden Fall krass. Dann natürlich Oz Organite, Akasha-Vorsteher, da habe ich ja schon eine ziemlich große History, kann sein, dass ich da halt richtig einsteige, weiß ich noch nicht. Natürlich, selbstverständlich, wie sollte man es auch anders sehen, ist Hühner auch sehr interessiert an mir. Allerdings, ja, mit Hühner hatte ich ja so einen Kurzzeitvertrag und das, ja, war ganz nett, aber es hat auch nicht wirklich gelaufen, muss ich sagen. Es war jetzt nicht so, dass ich sagen muss, wow, das war richtig gut, das war die richtige Entscheidung. Deswegen bin ich mir da eher unsicher. Und ja, ansonsten noch so ein paar Independent-Vereine, sage ich mal, aber ja, wenn, dann möchte ich schon wirklich die Großen haben, ne? Das ist nun mal der Fakt, weil ich muss ja auch sehen, wo ich bleibe und, ne? Ist nun mal so. Der Fakt. De facto kann man sagen. Ah. Ja, wait a minute. Zack, 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 zack. Nap, 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 nap. Nap, okay, nap. So.
Ja, jetzt haben wir hier eine Fläche, ne? Jetzt haben wir hier eine Fläche. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich weiterbauen werde, aber das werde ich gleich sehen. Auf jeden Fall, ja. Danke an AirWatchers einfach für diese gute Zeit, für diese, ja, mächtige Zeit, darf ich wohl sagen. Und ja, ich widme mich mal kurz meinem Video hier, meinem Baufortschritt, ja, wieder zu. Und ich überlege gerade, was ich denn als Säule nehme. Am liebsten würde ich Quarz nehmen. Aber das passt überhaupt nicht zum Theme, deswegen werde ich die hier nehmen. So. Zack. Und hier ist, glaube ich, auch einer, ne? Ja. So. So, in etwa, ich weiß nicht. Sieht das gut aus? Vielleicht, vielleicht nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall ist das ein krasses Gebäude, was ich hier baue. Wie gesagt, der Part ist jetzt nicht so die Number One Unterhaltung. Das ist halt sehr auf Stammzuschauer zugeschnitten, sag ich mal, die wirklich schon, ja, die ganze Geschichte kennen, ne? Also noch die ganz, ganz alte Geschichte. Und wenn ich ganz, ganz alte Geschichte sage, meine ich die ganz, ganz alte Geschichte, die so gut wie gar keiner kennt. Deswegen, ne, könnte es hier auch sehr interessant sein. Auf jeden Fall merke ich, dass die Luft draußen ist. Deswegen werde ich den Part jetzt mal beenden. Und ja, danke nochmal, AirWatchers. Danke für die gute Cooperation. Und ja, ab dem nächsten Part bin ich Free Agent. Das heißt, wer weiß, was da passieren wird. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, was sehr schwer war, glaube ich, bei diesem Video, dann, ja, smash mal den Like-Button. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tsch, tsch, tsch.